So, heute zeige ich euch, wie man ordentlich Schiffe fliegt. Das ist jetzt mein Theseus, den ich jetzt erstmal benutzen werde, um euch alles zu zeigen. So, ich sitze schon am Steuer von meinem Flieger. Wenn man mit der Maus bewegt, seht ihr, dass die Punkte der Waffen mitgehen. So kann man seine Waffen steuern. Hat man ein Ziel im Visier, versucht der Zielpunkt, wenn man Zielhilfe eingeschaltet hat, auch selber das Ziel zu verfolgen und vorzuhalten. Jetzt mal einfach die Grundlagen. Mausrad vor, beschleunigen. Geht auch mit X. Hier unten seht ihr den Pfeil, da seht ihr die Maximalgeschwindigkeit. Mausrad zurück. Kann man bremsen oder auch Rückwärtsschub geben. Erwarte Befehle. Geht auch mit der Tastaturtaste Y. Drückt mal auf die Zurücktaste über dem Return, ist man immer auf 0. Mit der Tabulatortaste aktiviert man den Nachbrenner. Kostet allerdings Schild, beobachtet es mal. Hier ist unsere Schildanzeige, das ist die blaue. Unsere Geschwindigkeit. So, das war's mit dem Nachbrenner. Kann aber in Kampfsituationen öfters wirklich sinnvoll sein, gerade wenn man mal weg muss, wenn man von Feinden unter Beschuss genommen wird oder wenn man eine bessere Angriffsposition braucht, da ist es sehr, sehr sinnvoll. Außerdem, wenn man aus dem Hangar startet, das mache ich auch immer mit Nachbrenner, weil man im Hangar nur relativ langsam fliegen kann und der Nachbrenner funktioniert trotzdem. So, was kann man noch? Wir haben Triebwerke und kleine Steuerdüsen, mit denen wir uns auch im normalen Raum frei bewegen können. Das funktioniert folgendermaßen. Mit Q und E können wir uns rollen. Ihr seht auch hier die kleine Düse, die läuft. So können wir uns andersrum rollen. So. Der geht allerdings gleich wieder in die Grundauslage, also die Eclipsenlage, weil er der Flugassistent ist aktiviert. Da bringt er das Schiff immer in eine waagerechte. Das kann man abschalten. Mit S der G-Leertaste. Jetzt ist er ausgeschaltet. Jetzt aktiviere ich das Drehen. Und wir bleiben so, wie wir sind. Ich gebe mal Gas. Ich nehme das Gas weg. Und wir treiben weiter. So wie es in Wirklichkeit im Weltraum auch wäre. Ich aktiviere die Flugunterstützung wieder. So. Mit der Taste W aktivieren wir die Steuerdüsen unter uns und springen uns nach oben. Wie ihr gerade seht. Mit der S geht es genau andersrum. Wir bewegen uns nach unten. Erwarte Befehle. Mit A wird die rechte Steuerdüse aktiviert und wir bewegen uns nach links. Mit D nach rechts. Natürlich kann der Flieger jetzt etwas mehr wie bloß hoch, runter, rechts, links, geradeaus und zurückfliegen. Um ordentlich kämpfen zu können, ist es allerdings sinnvoll, dass man die Steuerung richtig beherrscht. Doch. So. Momentan seht ihr, der Flieger fliegt immer geradeaus. Wenn ich lenken will, muss ich die linke Maustaste gedrückt halten und angeben, wohin ich fliegen will. Ich halte jetzt die linke Maustaste gedrückt. Wenn man das nicht möchte und konstant immer Richtung Mauszeiger fliegen möchte, drücke ich kurz einmal Shift und Leertaste und bin im Automatikflugmodus. Jetzt fliegt er immer der Maus nach. Ist in Kämpfen äußerst sinnvoll, weil man spart sich die ganze Zeit, die linke Maustaste zu drücken. Schießen tut man dann mit der mittleren Maustaste oder mit Space. Das wären jetzt schon mal die wichtigsten Fluggrundlagen. Wenn man irgendwo hinfliegen will und dann anzudocken, sieht man hier entweder die Stationen, man kann auch auf M drücken. Sieht die Station, fährt mit der Maus drüber, drückt einmal T, Station markiert. Und der Pfeil zeigt hin, wo man hinfliegen will. Wir landen jetzt mal auf der Station. Ich will euch nämlich das Landen noch zeigen. Dafür muss man einen langen Weg immer wieder zu überbrücken zur Station. Ich zeige euch nachher, wie man die Reisetriebwerke aktiviert. Dann geht das Ganze etwas schneller. So. Um Landeerlaubnis anzufordern, entweder direkt zum Dockbereich fliegen, dann bietet er das automatisch an, oder Rechtsklick drauf machen
und Andockerlaubnis erbitten. Dann zeigen die grünen Pfeile auch immer an, wo der Landedock ist. Wir fliegen jetzt mal zum Landedock. Wenn ich da reinfliege, seht ihr, ich werde direkt ausgebremst. Jetzt bin ich langsamer, obwohl ich volle Geschwindigkeit hatte. So. Und um zu landen, gucken wir uns mal hin, wo er uns jetzt landen lassen will. Ihr seht hier, das ist unser Landefeld. So, da fliegen wir drüber. Und jetzt ist es wichtig, ich habe keine Landecomputer installiert. Das heißt, wir müssen komplett manuell landen. Viele erfahrene Spieler werden das gar nicht mehr großartig kennen. Wir bringen das Schiff in die richtige Position. So, jetzt tue ich die Maussteuerung wieder auf manuell schalten. Das lenkt dann nicht mehr mit. Wir haben hier einmal unsere Ausrichtung, wie wir stehen müssen. Immer die Maus den Punkt in den grünen Bereich bringen. So. Jetzt seht ihr hier unser Schiff, den kleinen roten Punkt, einen Pfeil da. Den müssen wir in die Mitte bringen, dass wir in der richtigen Position sind. So, jetzt sind wir in der richtigen Position, jetzt sind wir aber zu weit vorne. Kurz die Rückwärtsschubdüsen aktivieren, fliegen wir zurück. So, jetzt müssen wir bloß noch runter. Und runter geht's mit S. Erfolgreich angedockt. So, jetzt sind wir gelandet. Wenn wir jetzt in einem Dock wären, könnte man hier mit Schiff aufrüsten oder verändern, könnte man das Schiff verändern. Wenn man hier einen Raumdock hätte, könnte man auch Schiffe kaufen. Wenn wir Waren transportiert hätten, könnte man Waren transferieren mit der Station. Und hier kann man sich die Schiffsinformationen angucken, aber das erkläre ich euch in einem anderen Video. Man kann wieder abdocken. Wir können handeln oder ich kann aufstehen. Das mache ich jetzt auch. So. Jetzt können wir das Schiff verlassen. Ganz normal auf der Station rumlaufen, so wie es mit ganz vielen Ego-Shootern ist. WASD. Leertaste hüpfen. Mit C ducke ich mich. Mit Springen und Ducken kommt man an höhere Positionen, wo man sonst nicht reinkommt. Und voilà. Hallo. Ihr seht, ich bin auf dem Schiff. Das macht man übrigens mit F2, die Außenansicht wählen. Mit F1 geht man wieder zurück. So. Jetzt möchte ich euch das Ganze mal mit dem Landecomputer zeigen, wie einfach da die Landung ist. Deswegen habe ich da drüben noch einen anderen Theseus stehen. Wir können übrigens auch mit Shift und D ganz kurz in die Schiffe reinspringen. Da bietet er mir an, alle Schiffe, die auf der Station gelandet sind. Und ich kann dann kurz reinspringen. Aber ich wähle jetzt mal den manuellen Weg. Pegasus. Sag dem Piloten, Angreifer. Er soll aufstehen. Setz mich auf den Pilotensitz. Sag abdocken. Und warte, bis gespeichert ist. Dum di dum di du di du du di du. Da die ganze Galaxie gespeichert wird, dauert es immer ein bisschen. Ich könnte jetzt natürlich, damit ihr das Ganze danach nicht so großartig mitkriegt. Und raus. Ich wollte gerade sagen, ich könnte natürlich das Speichern rausschneiden nach einem Video, aber ich möchte ja, dass ihr die volle Spielerfahrung auch mit genießen dürft. So. Gehen wir mal kurz hin. Nehmen wir uns diese Station hier. Verteidiger. Gehen in den Reisemodus. Das mache ich mit Shift 1. Ihr seht, wie ich jetzt schneller werde. Und schneller und schneller und schneller. Man kommt übrigens auch in den Reisemodus mit Return. Reisemodus verlassen. Und da kann man die Modi wieder einstellen. Sensor. Dann vergeht die Zeit wesentlich schneller. Also die Zeit für euch vergeht normal, aber die gesamte Galaxiezeit vergeht mit einem riesigen Affenzahn. Langstrecken-Scan-Modus, den erkläre ich euch später. Der Scan-Modus ist, um Stationen zu scannen und der Reisemodus, um schnell irgendwo hinzureisen. Großkampfschiffe brauchen übrigens etwas länger, um in den Reisemodus zu gehen. So, wir sind an Dock. Paranid-Ausrüstungs-Dock. Reparaturdock.
Bitten um Landeerlaubnis. Andockerlaubnis erteilt. Und da vorne ist der Dock. Wir fliegen kurz rein. Und ihr seht jetzt, wie die Landung mit Landecomputer abläuft. Mit Landecomputer muss ich nämlich nur auf diese grüne Fläche fliegen. So, und voilà. Und die Landung wird komplett selbstständig übernommen. Erfolgreich angedockt. Und da der Landecomputer nur 39.000 kostet, ist das echt günstig. Ich mache jetzt mal aufstehen. Ehre, Sie an Bord zu haben. Der Pilot nimmt automatisch Platz. Ich schicke das Schiff wieder zurück. Hier haben wir es. So. Während das Schiff zurückfliegt, zeige ich euch noch was weiteres. Den Langstreckenscan-Modus. Dafür nehmen wir unseren kleinen Aufklärer, mit dem ich jetzt gerade unterwegs war. Okay. Okay, ich war gerade mit unserem Aufklärer unterwegs. Ich habe wohl das falsche Schiff genommen. Ups. Dann zeige ich euch das jetzt kurz so. So. Wenn man in der Galaxie unterwegs ist, weiß man oft nicht, wo irgendwelche Dinge sind. Wenn man jetzt gucken will, wo ist etwas, was ziemlich weit entfernt ist, kann man sich einmal umgucken. Meistens sieht man Stationen auf größere Entfernung flimmern. Man kann sie mit einem Trick auf der Karte suchen, aber den zeige ich euch später. Oder man geht in den Langstrecken-Scan-Modus. Dafür wählt man die Shift 3 oder man geht auf Return, sagt Modi und sagt Langstrecken-Scan-Modus. Jetzt ist der Langstrecken-Scan-Modus aktiviert. Jetzt kann man mit der sekundären Feuertaste, das ist die L, gedrückt halten und kann einen Scan-Impuls auslösen. So, dieser Scan-Impuls breitet sich aus und man sieht dann auch auf der Karte überall Fragezeichen, wo er was entdeckt hat. Kann hinfliegen und kann sich diese Stelle anschauen. Wenn man den Scan-Impuls länger drückt, dann hat man eine größere Reichweite. Drückt man ihn zu lange, dann passiert das. Gar nichts. Dann hat man nämlich überlastet und kann den Scan-Impuls nochmal starten. Es ist im Prinzip eine einfache und schnelle Möglichkeit, die Galaxie zu erforschen. Vor allem, wenn man es selber macht. So, ich zeige euch jetzt mal kurz, wie man diese Station scannt, denn oft ist es sinnvoll, Stationen zu scannen. Gerade die Frachtlager sollte man scannen, weil da weiß man nämlich, wie viel die Station geladen hat und wo Material fehlt. Und da kann man ganz ziemlich gezielt das besorgen, was die Station braucht. Das ist nämlich die Shift 2. Ich fliege mal kurz hin. So, während ich jetzt mit Shift 2 an den Stationen vorbeifliege, sehe ich immer wieder, dass sich die Farbe der Stellen verändert, wo ich vorbeigeflogen bin. Die sind nämlich jetzt gescannt. Rechts kann man sehen, wie viel Prozent von der Station man gescannt hat. Andockerlaubnis erteilt. Und ich habe die Andockerlaubnis gerade bekommen. Habe ich euch ja vorhin schon gesagt. Dass das passiert, wenn man nah dran vorbeifliegt. Ich werde jetzt nicht reinfliegen, weil sonst werde ich gebremst. Sondern ich scanne. Das nächste Lager wird gescannt. Die Lager sind bei den meisten Völkern unten drunter. Nur bei den Terranern liegen sie direkt auf gleicher Höhe wie die Module. Die werden neben die Module gebaut. Während sie bei hier unten drunter liegen. So. Je nachdem, welche Module ihr gescannt habt, könnt ihr nachher Informationen über diese Module auch im Menü auslesen. Sollte man mal gegen die Station knallen, überhaupt kein großes Problem. Ihr habt Schutzschilde. Die halten ein bisschen was aus. So, das letzte Lager scannen wir auch noch kurz. Ich sehe doch, da sind noch Geschütze dran, also die sind auch nicht gerade schwach verteidigt. Jetzt habe ich einen kleinen Treffer gelandet.
aber überhaupt nichts passiert. Wenn ich mir jetzt die Station angucke, dann seht ihr gleich das Ergebnis. Ich kann sehen, was die Station geladen hat. Und ich sehe hier, dass der Station ganz gewaltig fortschrittliche Elektronikkomponenten fehlen. Moment, das ist der Baulager. Hier, das ist die Station. Identifiziere kriminelle Schiffe. Seht, ziemlich gut beladen. Das Baulager ist ziemlich leer von fortschrittlichen Elektronikkomponenten. So, jetzt zeige ich euch noch eine Sache. Und zwar unsere Korvette, die man steuern kann. Das ist eine Nemesis, die ich dafür vorbereitet habe. Da teleportiere ich mich jetzt mal kurz rüber. Die Korvette ist momentan im inneren Lager der Station. Kann man anfordern auf verschiedene Weisen. Entweder ich sage über die Karte, sie soll starten, dann kommt sie raus. Das mache ich jetzt allerdings nicht. Man kann hier ans Pult gehen und kann Schiffe aus dem inneren Lager anfordern. Könnt ihr jetzt hier anwählen. Oder ich drücke einfach Shift D, wähle das Schiff aus, was ich fliegen will. Da wird es auch so hoch nach oben gebracht. Da kommt sie. Ich habe noch nie probiert, hier runter zu springen. Manchmal ist nämlich das Tor auf. Werde ich jetzt allerdings nicht machen. Tor ist ja auch zu. Gehen wir an Bord unseres Schiffes. Ich könnte mich jetzt so einfach mit Shift D reinzweppen, aber ihr wollt ja das Ganze sehen. Angreifer. Gehen ins Cockpit hoch. Und da haben wir unsere Nemesis. Bisschen größeres Schiff, bisschen träger. Bei Schiffen ab der Größe M empfehle ich euch immer einen Landecomputer, weil da kann es manchmal passieren, dass beim Landen die Landefüße nicht ausgefahren werden und das ist dann immer etwas doof. Dann tut man ein paar Mal auf der Station beim Landen aufdotzen, bis dann irgendwann die Landefüße ausgefahren werden und dann wirklich stehen bleibt. So. Ihr seht hier die Sprungtore, da kann man mit springen. Ich zeige euch das mal kurz, indem wir durch eins durchfliegen. Ich gehe in den Reisemodus. Ihr seht, es dauert hier etwas länger, bis in den Reisemodus geht. Ganz besonders lange dauert es bei großen Schiffen, wie Frachtern, Zerstörern und auch Trägern. So, ich gehe jetzt aus dem Reisemodus, beobachtet mal, wie langsam der abbremst. Das ist das nächste Problem. Ein Jäger, der ist quasi sofort am Stehen. Ein Zerstörer übrigens auch. Die M-Klasse-Schiffe brauchen einiges, bis sie anhalten. Das, was ihr da unten drunter seht, ist die intergalaktische Autobahn oder einfach die Highways. Wenn man da rauf geht, kann man den Galaxie schnell durchqueren. Highways gibt es hier als Kreisverkehr rund durch die Galaxie und an verschiedenen anderen Plätzen. So, ich fliege jetzt einfach mal rein, damit ihr seht, wie es funktioniert. Ist im Prinzip ganz einfach. Man fliegt rauf und versucht leicht flach einzutreten. Wenn man im falschen Winkel kommt, kann es sein, dass man ausgeschleudert wird. Macht aber nichts. Einfach nochmal rein. Und wir sind drin. Rauskommen aus dem Highway ist ganz einfach. Einfach die Taste W kurz gedrückt halten, dann hebt man ab aus dem Highway. Und schwupp. Und wir sind mit ungefähr 5000 Metern pro Sekunde unterwegs nach vorne und bremsen ab. Das da vorne ist ein Beschleuniger. Die haben die gleiche Wirkung wie ein Sprungtor, wo man durchfliegen kann. Ihr seht jetzt hier 71 Kilometer Entfernung und je schneller ich werde, desto schneller komme ich natürlich dahin. Obwohl die Flüge trotzdem oft lange dauern. Für die Galaxie zum Erkunden empfehle ich euch einen Aufklärer. Da ist mein persönlicher Favorit ein Pegasus.
weil Pegasus sehr, sehr schnell werden. Die erreichen über 8000 Meter pro Sekunde. Und wenn man diese Antriebe dann auch noch später verbessert, kommt man auch leicht mal auf 12 oder 14.000. Erreiche Frommer Nebel 4. So. Das wäre es dann auch schon gewesen. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Ich stehe jetzt auf und schicke meinen Nemesis wieder zurück. So, Befehle entfernen. Sage Docke an. Der Pilot macht alles selbstständig. Was ein Riesenvorteil ist, wenn man einen eigenen Piloten im Schiff hat. Angreifer. Danke fürs Zuschauen und wenn es euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst mir einen Kommentar oder ein Abonnement. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, bin ich natürlich auch nicht abgeneigt. Danke!